Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Ich habe jetzt den Zertrümmerer geholt und deswegen gucken wir mal, was dahinter ist. Ein Pokéball. Protein. Ja, Protein ist doch gar nicht mal so schlecht. Wo bist du? Protein. Okay. Hariyama. So. Dann wollen wir mal sehen. Irgendwo war ja noch ein Zertrümmerer. Meine Pokémon sind auch wieder geheilt. Hier. Ist hier irgendwas? In der Wand ist eine kleine... Ja, das ist schön für dich. Die habe ich schon besiegt. Hier unten. Hier ist auch eine Einkerbung. Warum auch immer. Und das war der letzte Trainer, den ich besiegt habe. Okay. Das ist auch nur das. Nichts, keine Anzeige. Dann rein da. Meteorfälle. Okay. Oh, Zubat, Zubat, Zubat. Ganz böse Sache. Fritzeblitz. Bis. Haha, paralysiert. Funkensprung. Und tschüss. Hey, Level 25. Schnüffler. Was will ich damit? Hindert Gegner daran, Fluchtwett zu... nein. Obwohl, ja doch. Ich habe mal gehört, das habe ich von irgendwoher in Erinnerung, dass eine Arena ganz, ganz oft, ganz gerne Doppelteam einsetzt. Da wäre das natürlich praktisch, aber... Nein. Ja, nicht erlernen. Ein Hyperheiler, das ist gut. Das kommt mal ganz nach oben. Miau. Hier hin. Oder hier hin. So. Schutz wirkt nicht mehr. Es war übrigens noch Schutz an. Ne? Oh, guck mal, Team Magma. Hey, mit diesem Meteoriten wird das Ding am Schlotberg... Hä? Ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du nicht dich Team Magma in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen, Team Magma. Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr meint, ihr könntet mit der Welt machen, was ihr wollt. Ah, jetzt kommen Team Magma und Team Aqua zusammen. Das ist interessant. Hehe, sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hey, es spielt auch keine Rolle. Wir haben den Meteoriten so... und so machen wir uns auf dem Schlotberg. Wir sehen uns, ihr Würstchen vom Team Aqua. Dich kenne ich doch, vom Museum in Graffitport. Ah, du bist Raymond. Damals dachte ich, du wirst zu Team Magma gehören. Du bist ein merkwürdiges Kind. Dankeschön. Team Magma besteht aus Fanatikern. Sie zerstören alles und behaupten, die Landmasse vergrößern zu wollen. Wir lieben das Meer und machen Team Magma zum Erzfeind. Boss, wir sollten Team Magma verfolgen. Ja, ja, das müssen wir. Oh, der ist da drin. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Magma am Schlurkberg anrichten will. Raymond, du solltest Team Magma im Auge behalten. Leb wohl. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt gegen einen von denen kämpfen, aber... Wieso? Der Forscher guckt ja einfach zu. Ja, ja, passiert. Oh, guck mal, ein Sonnenfell. Könnt ihr mal Hariyama in den Kampf schicken? Hallo. Vogelhieb. Und er schreckt natürlich zurück. Dann machen wir Armstoß. Ja, warum machst du auch einen Volltreffer? Ich wollte ihn eigentlich fangen. Ich bin Cosmo. Ich bin Professor. Einige Typen von Team Magma haben mich überredet, sie zu Meteorfällen zu führen. Sie haben mich hereingelegt. Sie haben sogar die Meteoriten mitgenommen. Und dann tauchte Team Aqua auf. Die sind auch nicht anders. Und ich verstehe absolut nicht, was los ist. Team Magma, was haben sie mit den Meteoriten vor? Das weiß ich auch nicht. Aber ich denke, ich muss durch die Höhle umgehen, deswegen mache ich das auch. Deswegen kriegst du einen Steinwurf ab, der sehr effektiv ist. Und... Reicht nicht. Tschüss. Ja. Da ist ein Mondstein. Mondstein ist eigentlich relativ gut. Nichts, keine Anzeige. Nichts, keine Anzeige. Und schon wieder ein Zubat. Gut. Zubat. Zubat hoch 30.000. Bisschen kommen. Schön. Flucht unmöglich. Bis. Aquaknarre und tschüss. Oder auch nicht tschüss. Dann halt Flucht. Meine Güte. Ich habe ja gehört, dass Zubats früher sehr viel nerviger als heutzutage waren. Aber dass sie so schlimm sind, hätte ich nicht gedacht. Meine Güte. Tschüss. Lass mich einfach raus. Route 115. Meteorfeld. Okay, Einkerbung. Oh, mein Talent ist Ziegelsteine mit meiner Stirn zu... Okay. Wenn du daran Spaß hast, dann darfst du das gerne machen. Aber meine Sache ist es nicht. Geowurf. Der macht festen Schaden, aber ich weiß nicht, wie viel genau. So. Und das war's auch schon. Mein Kopf wurde zertrümmert. Ja.
Oh nein. Pokenav. So. Und Superball. Und Moorbeeren. Okay, und da ist schon wieder Doppelkampf. Mach ich doch mal, aber vorher Beutel. Supertrank. Supertrank. Ja. So. Ich habe ein seltenes Pokémon. Möchtest du es mal sehen? Pass auf, jetzt kommt damit hier. Pfiffchen oder so. Du hast mich bei meiner Meditation gestört. Das verlangt nach einer Strafe. Pokémon-Sammler und... Oh, Sengu. Sengu ist wirklich nicht gerade der häufigste. Mach einfach mal Smog gegen das Mediti und du machst einen Überwurf gegen Sengu. Scanner. Ja, toll. So, dafür ist Sengu schon mal tot. Level 20 für Schnickmark. Und wie Pietes. Nochmal das gleiche, würde ich sagen. Ah, ich habe Mogib schon wieder vergessen. Nein, was soll's. Da kommt Papinella. Ja, Paralyse ist toll. Dafür bist du jetzt vergiftet. So. Hast du davon jetzt. Hast du Glut und du darfst Windstoß. Schlecker. So, Schneckmark darf nicht angreifen. Das ist toll. Nee, macht man beide gegen Vipitis, dann ist es vielleicht tot. Ja. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Glut. Und Windstoß. Level 26. Und Spoink. Ist das shiny? Das ist doch nicht... Das ist nur normalerweise hell, oder nicht? Täusche ich mich da gerade so, ja. Süßstrahl. Au, 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 au. Das ist gar nicht gut. Mach mal Supertank auf. Mein Freund. Und Megasorge. Dann war's das nämlich. Du willst mein Pokémon haben, oder? Du hast meine Konzentration gestört. Ich möchte es eigentlich nicht haben, dein Pokémon, aber... AP Plus. Ach, hier war ich doch schon mal. Ja, ich weiß es wieder. Hier ist das. Hallo. Dieser Stand ist mein geheimer Trainingsort. Du hast mich gestört. Ich störe übrigens die ganze Zeit, Leute. Und ich habe meine Paralyse nicht geheilt. Deswegen kommt Papinella einfach wieder rein. Konfusion ist mir scheißegal. Windstoß und du bist tot. Oder besiegt. Ich sage zu oft tot. Die Wunden werden ja nur besiegt, ne? Ja. Das war's. Ich habe nicht genug trainiert. Okay, leck mich. Das war ich noch nicht. Was anderes kann ich irgendwie nicht machen, deswegen muss ich zurück in die Höhle. Ist hier irgendwie... Nein, keine Anzeige. Oh, Zubat. So. Hast du davon? Dann muss ich einfach zurück. Weil einen anderen Weg gibt es ja irgendwie nicht. Wo soll ich denn? So. Ich fange einfach mal an, Zubat. Weil warum nicht? Da sie in pechschwarzen Höhlen nerven, schlossen sich ihre Augen allmählich und ihr Augenlicht erlosch. Sie sitzen Ultraschallwellen ein, um Hindernisse und harmlose Trainer zu orten. Und genervte Trainer vor allem. Nerv. Töt. Nervtot. Ich nenne dich Nervtot. Okay. Nervtot wurde auf die PC-Box übertragen. Die wollen jetzt zum Schlotberg. Aber leck mich. Du, Fritzeblitz. Ja, das hast du davon. Dafür kriegst du jetzt einen Funksprung ab und dann bist du weg. So. Meine Güte. Du hast mir ein KP Schaden gemacht. Fühlst du dich jetzt gut? Wir machen mal Schlotberg. Wo war der Schlot? Nein, ich wollte Pokénav-Karte. Wo ist denn der Schlotberg? Steht das hier irgendwo? Ach, Schlotberg ist hier. Hier so. Dann denke ich, ich muss zurück. Mache ich das auch. Meine Güte. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache für den Rest der kurzen Höhle? Ich mache Fritzenblitz nach vorne, weil der schnell ist und nutze dann einen Topschutz. So. Nee, einen Schutz einfach nur normalen. So. Hat sich kaum gelohnt, aber ich hätte es nicht ausgehalten. Schutz wirkt nicht mehr. Wieso bin ich schon wieder hier? Ich möchte noch einen Schutz einsetzen. So.
weil ich keine Lust mehr auf irgendwelche wilden Pokémon habe. Jetzt muss ich wahrscheinlich dahin, wo die Fuzzis das vor ein paar Parts noch versperrt haben. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, Pandir. Plus Flucht. Ja, hier kann ich einfach immer fliehen. Deswegen ist mir das ziemlich Wurst. Schneit es oder ist das Vulkanasche? Flucht. Solange nur Pandir kommen. Meine Güte. Kommen halt welche. Und da bin ich auch schon durch. Komme ich da nicht irgendwie mit dem Fahrrad hoch? Beutel. Basis-Items. Allrad, okay. Miau, ja, komm ich. So, ich will dann laufen und dann möchte ich dich herausfordern, aber mit Schneckmack. Nein, nicht mit Morabel, sondern mit Schneckmack. So. Ich trainiere ganz individuell. Ich fordere alle Trainer, die ich sehe, heraus. Ja, du bist sehr individuell, dann hast du recht. Einfacher Reimer, weil der EP braucht. Mugehieb. So, und Überwurf. Tschüss. Ich gebe auf, ich gebe auf. Gut. Wollte ich da auch geraten haben? Ich weiß, hier muss ich gar nicht hin, aber... Ach, hier war der Sandsturm. Komme ich jetzt eigentlich vorbei? Der Sandsturm ist zu stark. Okay, muss ich wohl. Ich hoffe, es ist überhaupt richtig, was ich hier mache. Feuriger Pfad. Kamaup. Ich bin entkommen. Stärke habe ich ja noch nicht. Guck mal, ein Krittel. Flucht unmöglich. Ich bin entkommen. Und ein Smogon. Hey, Level 21. Und stimmt das? Ja, ich kann ja da hoch. Gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch mal. Hallo. Die Seilbahn fällt gleich hinauf. Komm, machst du mit? Ja. Miau. Ah, da kämpfen die auch schon. Pfiffchen gegen Pfiffchen. Sehr interessanter Kampf, den möchte ich mir gerne ansehen. Obwohl, lassen die mich überhaupt durch? Wenn sie die Landmassen vergrößern, gibt es weniger Lebensraum für Wasser-Pokémon. Wir werden weiter für mehr Land sorgen. Gut. Ist ja ein Pokémon. Item versteckt. Hier kämpfen die auch gegeneinander. 3 gegen 1. Grrr, Raymond, ich hätte es wissen müssen. War doch klar, dass du hier auftauchst. Schau dir ruhig an, was die Fanatiker von Team Magma machen. Sie wollen die Kraft des gestohlenen Meteoriten in den Vulkan geben. Und das wird den Vulkan zum Ausbruch bringen. Ich rede die einfach mal an. Stecken voller Energie. Das lästige Team Magma, wir versuchen die Pläne zu verändern. Die gehen uns besser aus dem Weg, zum Wohle aller. Die wollen wahrscheinlich mit mir kämpfen, da hinten links. Ich koche überall verwirrt. Verwirrende Namen und du sagst, findest du total schön, dass sie einen Namen haben, der unserem so ähnelt. Okay. Gut, ihr wollt wahrscheinlich kämpfen. Deswegen werde ich meine Pokémon heilen. Und dann gibt es einen Doppelkampf. Wir von Team Magma setzen alles daran, zum Wohle anderer zu handeln. Und wenn das Ding mehr Platz, mehr Land schafft, gibt es auch mehr Platz zum Leben. Und jeder wäre glücklich, außer dem Aqua. Wenn es mehr Land gibt, wäre ich in der Lage, mir ein eigenes Haus zu bauen. Das würde ich dann auf der Starten Lava bauen. Und erster Kampf mit Team Magma. Bisher haben wir nur gegen Team Aqua gekämpft. Beide nur ein Pokémon, Zubat und Kamaup. Okay. Das spule ich jetzt mal absichtlich nicht vor, weil ich spule zu viel vor, finde ich. Steinwurf gegen Zubat und Mogib gegen Zubat. Dann ist es vielleicht schon mal weg. Ach, verhindert zurückschrecken. Konzentrator, toll. Intensität, 5. Ah, das ist nicht gut. Und Schneckmacks Attacke geht natürlich daneben. Glut gegen Zubat und Überwurf gegen Kamaup. Biss. Nicht sehr effektiv. Intensität. Warum sind die beide schneller? Warum ist Schneckmark tot? Das finde ich scheiße. Level 25. Ich spule es jetzt doch vor. Nein, Lebensschuss ist doof. So. Bitte, was sagst du? Ich habe verloren. Mein Traum von einem großen Haus. Habe ich einen Beleber? Weil wenn nicht, müsste ich ganz schnell zurück. Meine Güte. Ich möchte nämlich, dass Schneckmack Erfahrung kriegt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Miau.
Hey, das ist ein Item, was ich nicht gefunden habe. Hier müsst ihr gleich in die Stadt kommen. Hoffe ich. So. Ich renne jetzt einfach mal zurück und mache das so. Niau. Also wie gesagt, wenn ihr das zu nervig findet, dann müsst ihr es mir nur schreiben. Dann höre ich auf, so viel vorzuspulen. Aber solange sich keiner beschwert, mache ich weiter. Ja, so einer bin ich. Ist unmöglich, finde ich auch. Und da bin ich wieder. Guten Tag, schön, dass ihr in der Zwischenzeit nicht weitergemacht habt. Die eure Pokémon nicht geheim heilt habt, finde ich auch sehr nett. Haha, du bist also den weiten Weg hier hochgelatscht, ja, ziemlich schnell sogar. Tja, du kommst leider zu spät. Ich habe die Meteoriten aus Meteorfälle bereits bei meinem Boss abgeliefert. Kamaup. Ich lasse es Mariyama machen. Mugib. Und Überwurf. Tschüss. Zubat. Das darf Fritze Blitz mal machen. Ich sollte nicht wirklich nicht so viel vorspulen. Ich lasse es einfach mal bleiben. Pfiffieren. Das könnt ihr auch mal Schneck noch machen. So. Ja, das ist wirklich total wieder so ungewohnt, so langsam zu spielen, ne? Aber ich mach's jetzt einfach mal für Team Magma. Ihr müsst sagen, was er besser findet. Wenn mir keiner was sagt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und da ruft einfach ein grübeln Pokémon zurück. Und Kamaup. Damals haben die das noch gemacht. Die waren da damals noch voll schlau. Heutzutage Wechsel. Sagt man sich, Wurst, die. Nein. Das ist so ein absolutes No-Go. Und der macht natürlich gleich wieder Intensität. Was meinem Hariyama aber ziemlich Wurst ist. Naja, fast. Mugib. Und du müsstest fast tot sein. Und du schreckst zurück. Natürlich, weil man da immer zurückschreckt. Am Stoß. Einmal getroffen und du bist erledigt. Okay. Und das Würfchen kommt wieder. Das darf wieder Schnecki machen. So. Sandwirbel. Ist höchst nervig, weil nur dann sowas passiert. Oh, das kann doch nicht sein. Der hat einmal die Genauigkeit gesenkt, nicht fünfmal Schneckmark. Ach, das ist mein Vorstand, Kalle. Auch wenn ich verloren habe, sobald unser Boss das Ding zum Leben erweckt. Mir gar nicht aufgefallen, dass das ein Vorstand war. Und da ist auch schon der Boss. Deswegen, nein. So, hallo. Die Kraft, die in den Meteoriten steckt, wenn man mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Schlotbergs enorm verstärkt. Die Energie wird tief im Krater ansteigen und... wer bist du denn? Du bist Mark. Adrian hat sich über ein Kind beklagt, das sich in die Angelegenheiten von dem Aqua einmischt. Dieses Kind musst du sein. Und du glaubst, du kannst dich auch in unsere Team Aquas Angelegenheiten einmischen? Hör gut so. Schon lange Zeit nutzen die Lebewesen das Land, um zu wachsen und zu gedeihen. Daher ist das Land wichtiger als alles andere. Daher habe ich aus Versehen vorgedrückt. Daher widmet sich Team Magma auf die Landmasse. Mehr Raum für Menschen und Pokémon, Pläne, Inneren des Berges schläft. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich kann einem sturen Kind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich werde zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Das werde ich jetzt wirklich nicht vorspulen. Eine Herausforderung von Magma Box Mark. Der weniger Pokémon hat als der Vorstand, aber in Magnaien. Das ist gar nicht mehr so übel. Bedroher, toll. Das ist ein guter Job für Hariyama, der nicht geheilt ist. Oh. Ihr liebt nervig sein, kann das sein? Mugib hat getroffen. So, hast du davon, in your face. Das ist mir ziemlich Wurst. Also, es ist eine Schrecke zu... Ja, ja. Ist klar.
Hex nenne ich das. Hex. Überwurf. Und trifft. Und zack. Das war's mit dir, Magnien. Schneck mag jede Menge Erfahrung. Gut. Warum hast du einen Zubat? Zubat ist scheiße. Da darf Fritzeblitz ran. Der sollte eigentlich kein großes Problem darstellen, Donnerwille erstmal. Weil das hast du davon, dass du einfach so einen Zubat in den Kampf schickst, der trotzdem angreifen darf. So, Funkensprung. Das ist sehr effektiv und töte dich. Hätte ich einfach gleich machen sollen, aber ich dachte, er überlebt vielleicht eine Attacke, aber nö, tut er nicht. Und ein Kamm ruppt. Da habe ich keine Lust drauf, deswegen kommt einfach Morabel und tötet ihn mit einem Schlag. Bei Kamerupt ist Feuergestein und deswegen eine Vierfachschwäche sowohl gegen Boden als auch gegen Wasser. Also keine Chance, es sei denn ich misse. Meine Attacke geht daneben, aber tut sie nicht und du bist tot, oder? Nee, aber fast. Und deine Init sinkt. Das mir jetzt nichts bringt, aber Intensität 7, wie viel Schaden macht das? Aua, wow. Jetzt habe ich doch vorgespult, verdammt. Und du setzt einen Hypertrank ein. Wow. Was sagst du dazu? Ich mache einfach nochmal Lebensschuss. Ja, noch einen Supertrank. Wenn das jetzt trifft, dann bist du tot. Ich hätte diese Bedingung nicht sagen sollen, aber ich treffe ja jetzt. Und das sollte dein Kamerupp-Geschichte sein. Das ist sehr effektiv. Bye, bye. Wow. Wie bitte? Ich mag wurde ganz hinterhältig besiegt. 2000 Poko. Schön. Genug, ich ziehe mich für den Moment zurück. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du Team Magma zu Gesicht bekommen hast. Auch ohne Meteorit, wenn wir erst die Kugel haben. Wayman, danke. Mit deiner Hilfe haben wir jetzt den störerischen Plan von Team Magma durchkreuzt. Aber du, auf welcher Seite stehst du? Ach, das ist egal. Wieso darf ich nicht antworten? Das finde ich böse. Wir werden weiter unseren Augen aufhalten und die Magma beobachten. Wayman, wir sehen uns bestimmt wieder. Ja, ich würde bestimmt dann nochmal gegen dich kämpfen, weil du bist auch nicht der netteste Typ der Welt. Ein Meteorit steckt in dieser Mystery... Ja, ich möchte den Meteoriten nehmen. Was wäre wohl passiert, wenn ich das vergessen hätte? Aber ich habe jetzt einfach mal den Meteoriten rausgenommen. Das hat den Team Aquaboss da gar nicht interessiert, dass der Meteorit dann noch war. Nö, nö. Warum auch? Ich habe den jetzt einfach genommen, der Part ist schon viel zu lang. Hallo. Lava-Kekse sind die Spezialität, nimm einen. Okay. Was macht denn ein Lava-Keks? Der heilt doch irgendwie. Ja, Alter, wie ein Hyperheiler. Steilpass. Da geht's dann wohl weiter, aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann und tschüss. Und wie gesagt, falls es mal endlich einer schreiben könnte, ob ich vorspulen soll oder nicht. Mann, ja, okay, gut, bis dann.